Weiter geht's mit Simon Geschke und unserer Fantasy Tour de France. Heute ein bisschen fitter. Heute war der Unterricht jetzt nicht ganz so krass. Unser Dozent war einfach gut. Man hat gerne zugehört. Also es wurde ja gefragt, was ich mache. Ich mache gerade quasi, ich möchte Verwaltungswirt bei der Stadt München werden. Und das ist ein ziemlich anstrengendes Vorhaben. Aber das kriegen wir schon hin. Grüße gehen raus an meinen Leitgenossen Lukas, falls er, der sich die Videos auch inzwischen ab und zu zuschaut und dem ich auch gesagt habe, hey, schau dir doch mal die alten Videos an, ganz vom Anfang, da war ich nämlich so richtig emotional mit dabei. Wir hatten nämlich so einen Dozenten, der war auch so richtig unemotional, hat auch kaum, ja, ist man nicht mit der Stimme hoch, nicht runter, war irgendwie immer so monoton. Und dann hat er gesagt, Ahrensmann ist vorne und Skelmose ist dahinter, Nielsen Paulus haben wir auch dabei. Jetzt entsteht da eine Lücke und hat halt die ganze Zeit so geredet, ohne das irgendwie mal ein bisschen zu betonen. Und deswegen habe ich ihm den Auftrag gegeben, er soll sich mal meine alten Videos anschauen. Ja, und er fand sie auch furchtbar. Also Pokémon, Walking Dead, was da nicht alles so kam. Wenn ich es mir heutzutage anschaue, finde ich es immer wieder cool und bin auch stolz auf die Videos. Und es macht auch Spaß, sich das nochmal anzuschauen, aber qualitativ waren die natürlich nicht so gut wie jetzt und jetzt sind sie auch noch nicht da, wo sie hin könnten. Ich denke, da gibt es immer noch einiges an Luft nach oben. Mit Alliance Network habe ich auf jeden Fall auch ein paar neue Möglichkeiten, auch Kooperationen, Spiele ein bisschen früher zu bekommen. Und wenn sich das jetzt hier mit dem Studiengang dann auch ein bisschen beruhigt hat und ich da auch in ruhigen Gefilden bin, dann werden wir da auch wieder voll und ganz durchstarten, auch mit neuen Spielen und auch wieder mit mehr Streams. Das nur schon mal so am Rande. So, wir sind hier am Berg der zweiten Kategorie, der Col de la Placette. Klingt auf jeden Fall, als wäre der da richtig platziert. Vorne die Gruppe Ahrensmann. Wir ballern hier die ganze Zeit komplett durch. Eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht. Die anderen fahren mindestens genauso schnell. Und jetzt haben wir leider das rote Gel auch nicht genommen. Aber das war auch richtig so, dass wir es nicht genommen haben. Weil ansonsten hätten wir es im Finale nicht. Das Hauptfeld kennt heute keinen Spaß. Haben wir auch schon gesehen. 1,38 nur der Vorsprung hier für diese Gruppe. Schauen, ob wir uns die Punkte da vorne ergattern können. Jetzt wird's eng. Pozzo Vivo, aber das holen wir. Sehr gut. Haben wir uns die Kräfte gut eingeteilt. Ne? Haben wir wieder was gelernt. 5 Punkte vor Pozzo Vivo, dann Ahrensmann, dann Schlaggy Boy. Lafay ist da jetzt leider abgehängt, aber der müsste eigentlich das in der Abfahrt gleich wieder schaffen. Abfahrt jetzt nicht sonderlich lang. Ich bin mega motiviert, ich habe heute auch richtig Bock. Wetter war gut, bin mit dem Radl immer hin und zurück gefahren. Das kann ich jetzt in letzter Zeit generell machen. Das, was ich an Schokolade und so fresse, das verfahre ich dann wieder, was natürlich eine sogenannte Milchmädchenrechnung ist. Weil das, was man sich an Kalorien in den Körper reinballert und Zucker und was weiß ich was, das verbrennt man natürlich nie im Leben, wenn man mal 15 Kilometer am Tag mit dem Radl fährt. Aber ich rede es mir einfach gerne ein. So, also der Berg der zweiten Kategorie ist geschafft, die Sprintwertung. Ich bin jetzt ja auch dafür, dass wir Geschke aus dem grünen Trikot fahren. Deswegen werden wir zumindest bei den Zwischensprints die Füße stillhalten. So, Lafay ist wieder da, dann kann er zu Geschke gehen. Wir versuchen ein bisschen zu regenerieren. Dann geht es gleich in den Berg der zweiten Kategorie, der ist ziemlich lang. Dann hoffentlich aber nicht ganz so steil und im Finale dann noch zweimal Berge der dritten Kategorie. Wir gehen mal rein, mitten in den Berg der zweiten Kategorie. Lafay ist da noch mit dabei, habe ich gerade das blaue Gel gegeben. Ich glaube, hinten müssen wir es auch schon geben, weil das Hauptfeld, wie gesagt, kennt heute keine Gnade. Das sage ich nicht nur, weil ich gerade die neue Staffel von Cobra Kai gerade parallel schaue. Sehr geile Serie, wer sie noch nicht kennt, aber die meisten werden sie wahrscheinlich inzwischen kennen. Der da soll da gerne mal reinschauen. Mich motiviert das auch immer wieder ein bisschen zu trainieren. Also habe ich die letzten Monate auch wieder ziemlich vernachlässigt. So, also Berg der zweiten Kategorie, blaues Gel, haben wir schon so ein kleines bisschen genommen. Wir haben Victor Lafay immer noch an der Seite. Jetzt hoffen wir mal, dass die Gruppen hier so ein bisschen zusammenspielen. Jay Vine, der ja, glaube ich, ist er bei UAE im Gespräch? Ich glaube ja. Die Emirates haben jetzt ja auch Adam Yates verpflichtet. Es reimt sich, Adam Emmy Yates. boah, geiler Werbeslogan. Schicke ich gleich mal an UAE. Gleich mal Kooperation klar gemacht. Also Adam Yates geht zu UAE. Natürlich cool. Sie kriegen nochmal einen richtig guten Fahrer für einwöchige Rundfahrten. Dreiwöchige Rundfahrten, so lala, würde ich mal behaupten. So, fahren wir die Lücke mal zu. Machen wir mal selber. Und nehmen jetzt nochmal ein
bisschen blaues Gel, wollte ich eigentlich gerade sagen. Probieren wir es jetzt nochmal. Okay, blaues Gel funktioniert gerade wieder nicht. Kaputt. Keine Ahnung. Juti, also. Gehen wir mal ins Menü und gehen dann mal wieder rein. Vielleicht funktioniert es dann. Nee, ich kann gerade irgendwie kein blaues Gel nehmen. Why? Bin ich jetzt gerade wieder doof oder gibt es da jetzt irgendwie gerade keinen Grund für? Na gut, dann versuchen wir es mal so. Ist ja nicht mehr weit bis oben hin. Allerdings das Hauptfeld, na, immer noch eine Minute dahinter. Die haben jetzt auch ein bisschen Tempo rausgenommen. Eieieiei, was macht denn Orketil und Sutemake hier? Was wollen die denn hier vorne? Rudi Alte ich auch noch mit dabei. Was haben die denn jetzt vor? Ja, das gibt's ja nicht. Und ich kann kein blaues Gel nehmen. Warum kann ich kein blaues Gel nehmen? Ist doch unfassbar. So, ich gehe mal ganz kurz, gehen wir mal zu den Wertungen. Oh, oh, das ist ja spannend. Kann ich jetzt wieder blaues Gel nehmen? Ist mein Controller irgendwie falsch? Aber der funktioniert ja. Bitte. Hallo. Okay, also das Legendenteam fährt hier auf Teamwertung. Keine Ahnung, was die vorhaben. Aber das ist ja lächerlich. 5 Kilometer noch bis oben hin. Aber warum geht das denn nicht? Und du hast ausgestellt an meinem Controller eigentlich nicht? Alter Contador. Wir wären hier eigentlich voll gut mit dabei, wenn ich das blaue Gel nehmen dürfte. Und ich habe keine Ahnung, was das Legendenteam hier treibt. Das ist ja der völlige Irrsinn. Sag mal, bin ich blöd? Okay, nein, nicht voll, nicht weiter vorspulen, um Gottes Willen. So, jetzt sind wir mal bei Pleiten, Pech und Pannen. Aber, okay, dann machen wir es anders. Dann lassen wir mal das blaue Gel nehmen. Warum? Aber nehmen tut das trotzdem nicht. Ist doch unfassbar, was ist... Bin ich gerade blöd oder was ist hier los? Er nimmt einfach das blaue Gel nicht. Wie scheiße ist das denn? Das ist ausgestellt, umgestellt. Ich weiß es auch nicht. Okay. Nee. Also ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber Geschke ist auf jeden Fall eingeholt und wir können leider jetzt satt. Was ein Bullshit. Das ist ein absoluter Bullshit. Aber wahrscheinlich lag es an mir. Wahrscheinlich habe ich irgendwas blockiert und so konnte Geschke das nicht nehmen. Wir sind jetzt mit 1,57 Rückstand hier. Gut, wir hätten eh vorne nicht mithalten können mit Orketil und so weiter, mit Vingegaard. Aber trotzdem natürlich schade. Weil wir wären aus der Gruppe raus wahrscheinlich mit der Stärkste gewesen. Wobei aus unserer Gruppe jetzt auch echt gar keiner mehr vorne dabei ist. So, oben haben wir die Kilometermarke. Muss hier mal die Steuerung reinhauen. Wir haben auch keinen Fahrer. Doch, wir haben in der Gruppe Merckx vorne noch einen. Dann schauen wir mal dahin. Da haben wir Laurent Fignon noch mit dabei. Dann gehen wir nämlich mal zu Fignon, weil Geschke ist durch. Schauen wir mal, was er hier heute so machen kann. Laurent Fignon. Also vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt. Vielleicht, wie gesagt, bin ich auch zu blöd. In der Regel bin ich zu blöd. Aber vielleicht wäre ja schön, wenn es auch mal einen anderen Grund gibt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum es auf einmal wieder funktioniert hat. Ob das irgendwie blockiert war. Warum das blockiert war. So, Eddy Merckx geht da alleine auf die Reise. Wir ballern mal nach und können hier vorne ja dann ein bisschen regenerieren in der Abfahrt. Schauen wir mal. Wir können jetzt hier nicht durchballern. Aber vielleicht mit einer ganz guten Abfahrt ja doch nochmal vorne hinfahren. So, Chris, mach mal was. Dann hängen wir uns mal an ihn dran. Er sprintet eh gerade durch. Dann macht es ja Sinn, wenn er uns da mal runterfährt. Okay, aber so macht es halt keinen Sinn. Das ist halt dämlich. Dieses Hinterher-Cruisen ist auch echt schwer gemacht. So, da sind wir wieder gleich bei Eddy.
So, Eddie, fahr mal zu. Pharmazie, auch wichtig im Radsport. Nicht nur Zufahren, sondern auch Pharmazie. Wird unterschätzt, wie wichtig das im Radsport ist. Aus dem Weg, Leute, ich bin Arzt. Alter Schwede. Ich habe mich jetzt mal verbremst. Aber Abfahren macht schon Spaß. Ist jetzt hier auch keine besonders schwere Abfahrt. Jetzt habe ich allerdings dann auch ein bisschen übermütig. So, jetzt sind wir bei Ulle immerhin schon. Wird dann nochmal ganz, ganz vorne hinkommen. Ruckler auch nice. Da werden wir gleich mal wieder überholt. Ruckler sind immer besonders schön in der Abfahrt. So, Jacques Anquetil, 1,32 Rückstand. Es geht ja gleich nochmal bergauf. Da wird es dann auch nochmal besonders schön. Da werden wir eh jetzt keine Chance haben. Aber hier kann man immerhin nochmal durchballern und ein bisschen was gut machen. Also, Rückstand 1,24. Wir schauen mal, ob wir mit Laurent Fignon hier vorne durchkommen. Und wie gesagt, ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, wie blöd ich eigentlich bin. Das würde mich freuen. Wie gesagt, mir ist das momentan wurscht. Ich kann alles auf Stress und Arbeit und alles schieben. Deswegen, wenn ich noch blöder bin als ohnehin, dann passt es schon so. Col de la Frette, der Berg des kleinen Frettchens. Legenden umwoben. Gab es schon die legendären Schlachten. Am Col de la Biber. So, Ulle ist mit dabei. Eddie Merckx sehen wir auch. Wir schauen uns das jetzt mal aus der Sicht von Laurent Fignon an. Ja, aber auch nicht lange. Die haben schon ein anderes Leistungsvolumen. So, Ulle. Führ mich zum Schotter. Show me the money. Eigentlich viel geiler. Show me the money. Als, obwohl, führ mich zum Schotter ist halt irgendwie schon irgendwie auch nice. Ist halt sehr deutsch. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, auch nicht schlimm. Einfach mal den Film mit Tom Cruise anschauen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Irgendwas mit Spiel. Spiel, Geld, ich weiß es nicht mehr. Geht auf jeden Fall, ich glaube, um Football. American Football. Und dann rufen die sich am Telefon immer zu, führ mich zum Schotter. Und motivieren sich damit. So, aber anderes, im Radsport geht es meistens nicht, also geht schon um Schotter. Aber leider selten in monetärer Sicht. Jacques Anquetil holt sich vorne die 2 Punkte. Der darf heute mal weg. War schon ein sehr ungewöhnlicher Move, den das Dream Team dort gemacht hat. Aber Eddie Merckx hat eh die Pfote drauf auf der Tour. Da kann er es dann auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Genauso wie es hier die ganze Gruppe ruhig angehen lässt. Jetzt kommt mal UAE mit ein bisschen Tempo. UAE sagt, denke ich mal, UIUAA. Voila, da, da, bing, bang. Ja. So, let's go. Also hier ist ja wirklich gar kein Zug drauf. Gleich kommt Geschke wieder zurück, wenn es so weitergeht. Ne, der hat 4,21 Rückstand. Boah. Da hätte ich mal die Steuerung nicht loslassen sollen. So, 3,8 Kilometer noch bis oben hin. Ist jetzt nicht mega steil. 17 Fahrer sind hier drin. Das sollte eigentlich schon irgendwie passen, außer die sprinten jetzt hier komplett durch. Kaum gesagt, setzt Ulle da vorne eine richtige Sprintattacke rein. So, Gino Bartali, Coppi. Macht schon Spaß, wieder mit den Legenden hier zusammenzufahren und nicht immer nur in der Ausreißergruppe. Das hat am Anfang mega Spaß gemacht, aber ein bisschen mehr Abwechslung wäre nice. So, dann haben wir auch Poggi mal mit dabei. Vincenzo Nibali, den wir ja schon in der Ausreißergruppe mal hatten. Und dann wird das hier wahrscheinlich doch, das Höschen wird ein bisschen zu eng werden. Für Laurent Fignon. Da oben haben wir wieder das geköpfte Hühnchen. Ich liebe das. Da oben die Wolke, oben rechts. So, ja, die ziehen hier durch. Wir haben Laurent Jalabert, der kann auch richtig durchziehen. Dann Cadel Evans. Wir fahren hier eine Etappe aus der Dauphiné und jetzt wird es dann auch gleich vorbei sein. Da hauen wir die Steuerung mal rein. Und dann werden wir hier noch von einigen überholt. Alles half so wild. Jacques Anquetil holt sich den Sieg. Jonas Vingegaard auf der 2. Bernard Hinault, dann Indurain.
Vinokurov, Merckx auf der 6. Weiß nicht, ob Ulle dann da vorne auch mit dabei war. Ich sehe ihn zumindest da jetzt nicht in der Gruppe. Und Laurent Fignon kommt dann jetzt rein. Also haben wir uns die Favoriten nochmal mit angeschaut. Aus Gesch-Gesicht war es jetzt nicht ganz so spannend. Selbst wenn das mit dem blauen Gel funktioniert hätte, wären wir chancenlos gewesen. Das Hauptfeld hat heute einfach Bock gehabt, die Etappe selber zu gewinnen. Und wenn man da am drittletzten Berg ja quasi schon vom Dreamteam überrollt wird, da muss man sich da, glaube ich, wenig Gedanken machen. Keine Punkte fürs grüne Trikot. Eddy Merckx sollte ein paar Punkte geholt haben heute als Sechster im Etappenziel. Wobei, Bergankunft gibt, glaube ich, immer ein bisschen weniger. Ich muss gestehen, mein letzter Stand mit diesen Punkten ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Bin ich ganz ehrlich. Oder sagen wir 15 Jahre alt, als ich noch so richtig in der Tour de France dabei war. Als mein Vater noch das Kicker-Sonderheft Tour de France gekauft hat, das es damals, glaube ich, echt gab. So, also, Sieg geht ans Dream Team, Gesamtwertung ans Dream Team, aber Punkte und Bergwertung bleibt bei Geschke und Armstrong bleibt im weißen Trikot. Ist immer ein bisschen random. Ich versuche ja immer, irgendwelche Fahrer zu übernehmen, die eben die Nationalität haben. Lance Armstrong, ich weiß gar nicht, wen ich da umgemodelt habe, aber irgendeinen der jungen Amis eben bei Ineos habe ich einfach umbenannt. Und so ist dann Lance Armstrong rausgekommen, der heute Achter wird. Merckx auf der 6, allerdings ohne nochmal Zeit gut zu machen. Auch Ulle war in der Gruppe mit Lance Armstrong. Gesamtwertung schauen wir drauf. Vingegaard als Bester der aktuellen Generation mit 15 Minuten Rückstand auf der 9. Pogacar mit 17 Minuten auf der 11. Und Chris Froome auf der 12. So, Bergwertung, ja, das sieht langsam sehr, sehr deutlich aus. Also 202 Punkte, das sollten wir uns, wie gesagt, nicht mehr nehmen lassen. Die Punktewertung, ja, ist immer noch komfortabel, sind 55 Punkte. Das wird sich allerdings noch ein bisschen verändern, außer wenn wir noch einen Etappensieg holen. Dann in der Nachwuchsfahrerwertung knappes, enges Duell mit Ulle gegen Armstrong. Und dann schauen wir mal, die Kampfgeistwertung wird auch relativ wahrscheinlich an Geschke gehen. Die Kilometer gehen den anderen Fahrern dann auch langsam ein bisschen aus. Wenn man sich fragt, ist das so? Ja, ist so. Okay, den lassen wir weg. 181 Kilometer lang, dann Zeit fahren und dann machen wir noch die Etappe von Lourdes nach Oterkamp in dieser Folge. Da wird es nämlich dann auch wieder spannend mit Geschke. So, die nächste Etappe und mal ein bisschen anderes Bild. Wir haben Victor Lafay heute in der Ausreißergruppe. Gute Tagesform beim Franzosen. Wir haben Küng hier vorne mit dabei, Lampard, Moritz, Barguy, Mollema. Also die Legenden, die lassen sich ja relativ selten in den Gruppen blicken. 2 Kilometer noch, nicht irritieren lassen hier von der 5-Kilometer-Marke. Das ist dann schon für den nächsten Berg der 4. Kategorie. Warum sollte es euch auch irritieren? Also einfach mal so ein cooler Spruch rausgehauen. Also Kurve, Leute, Kurve. So, haben wir geschafft. Haben wir verstanden, ne? Wie gestern, habe ich ja erzählt, der Dozent. Haben wir verstanden, können wir weitermachen, haben wir verstanden, können wir weitermachen, haben wir verstanden, können wir weitermachen. Da hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, selbst wenn du kein Wort verstanden hast, wird dann einfach weitergemacht, ist ja auch egal. So, ich glaube, die Bergpunkte sind uns egal, wenn wir hier an dieser Gruppe dranbleiben, dann wäre es cool. Bauke Mollema ballert da richtig durch. Versuchen mal ein bisschen Mut zur Lücke zu lassen und Warren Barguy das Ganze zufahren zu lassen. Jetzt geht dann aber auch hier auch die Luzzi, sind auch nur noch 400 Meter bis oben hin. Ich glaube, die können alle gar nicht mehr. Warum könnt ihr nicht mehr? Was los? Was los? Ja, sag mal Leute, das ist aber eine schwache Leistung. Das ist mal eine schwache Leistung. Also entweder wollten die Bergpunkte nicht oder sie konnten die Bergpunkte nicht. Victor Lafay klaut damit Bauke Mollema den einen entscheidenden Punkt, der am Ende völlig egal sein wird. Wichtig ist nur, dass man es dramatisch formuliert. Dann ist das Ganze schon viel, viel mehr wert. So, den einen Punkt, den wollen wir uns jetzt auch noch holen. Jetzt, wo es richtig unwichtig wird, da gehen wir drauf. Was machst du da, Bauke? Bauke hat sich gerade nochmal schnell eingebaut. Für später. Ist ja auch in Ordnung. Ne, man muss auch mal chillen. Durchaus ja Stress hier im Radsport. So, also Geschke heute auch mit guter Tagesform. Der Plan, um jetzt mal ein bisschen seriöser zu werden, sieht eigentlich vor, dass wir mit Victor Lafay in die Ausreißergruppe gehen und versuchen natürlich die Etappe aus der Gruppe zu gewinnen. Falls das nicht funktionieren sollte, haben wir mit Geschke hinten immer noch einen freshen Geschke, also Fresh Gash quasi,
hinten in der Gruppe, der dann vielleicht am Berg der dritten, vierten Kategorie auch gegen die Top-Favoriten mithalten kann. Er ist ein guter Hügelfahrer. Von daher müsste das durchaus auch passen. Also, let's go. Wir gehen da mal rein in den letzten Anstieg. 2,5 Minuten sind es momentan. Yves Lamp hat es abgehängt. Wir versuchen jetzt mit Lafay nochmal ein bisschen zu regenerieren. Und dann geht's in die letzten beiden Anstiege im Rundkurs. So, los geht's mit den letzten 18 Kilometern. Victor Lafay, ja, so lala ist er da jetzt durchgekommen. Hinten Geschke sieht noch ganz okay aus. Martin und Laurent Fignon sieht natürlich noch besser aus. Aber mit 1,44 gehen wir hier rein. Das könnte schon reichen, wenn die jetzt hinten nicht richtig, richtig Gas geben. Blaues Gel haben wir noch. Vielleicht hätten wir es auch schon mal früher nehmen sollen. Da, wo das Tempo noch nicht ganz so hoch war, da sehen wir schon die 5-Kilometer-Marke wieder für den Berg der vierten Kategorie. So, hier geht jetzt ein paar der Knopf an der Hose auf. Also, die werden nicht mehr zurückkommen. So, Küng, wie gesagt, bleibt ja bei Groupama, hat verlängert, nachdem er lange ja mit DSM in Verbindung gebracht wurde. So, irgendwie... juckt es mich gerade an der Stirn. So, da vorne ist die Kilometermarke erreicht. Moritz sah da jetzt schon nicht mehr ganz so fresh aus. Schauen mal. Das müsste... Ja, 2 Minuten der Vorsprung aufs gelbe Trikot. Ich denke mal, der Tagessieger wird aus dieser Gruppe kommen. Hängen wir uns mal an Bauke Mollema dran, der da gerade Tempo macht. Moritz tritt schwer, aber das ist eher der rote Balken, nicht der blaue, der bei ihm weg ist. Küng noch mit dabei und Warren Barguil. Das wird ein interessantes Finale. Ein bisschen blaues Gel haben wir noch. Die Punkte sind uns jetzt mal wurscht. Wir lassen Mollema arbeiten und wer arbeitet, der darf sich auch die Punkte holen. So will es das Gesetz. Artikel 2, Absatz 3, Halbsatz 1 des Bergwertungsgesetz. Kompletter Quatsch, aber ist ja wurscht. So, hier kommt wieder so eine minimale Abfahrt. Die wir mal durch Aerodynamiken. Jedes bisschen an Energie hilft. Und jetzt nehmen wir mal den Rest blaues Gel. Da vorne geht es dann direkt in den nächsten kleinen Anstieg rein. Bauke Mollema sollte da eigentlich wieder eingeholt werden. Aber wahrscheinlich sprinten die jetzt auch hier durch. Schauen wir mal. Warren Barguil schaut da ein bisschen nach unten. Wir gehen mal ganz kurz zu Bauke Mollema hin. Sonst holt er sich hier eine entscheidende Lücke raus. Das dürfen wir nicht zulassen. Gehen wir wieder ans Hinterrad. Da ist der Nächste weg. Also Warren Barguil ist weg. Moritz könnte der Nächste sein, der da jetzt gleich durch ist. Mollema zieht das gnadenlos durch. 2 Minuten 14 ist der Vorsprung auf das Hauptfeld. Das sieht eigentlich gut aus, auch wenn das Energielevel jetzt natürlich ziemlich für die Tonne ist. Aber jetzt geht es eigentlich nur noch bergab bis ins Ziel. Und dann gibt es hier den Zielsprint. 10,7 Kilometer sind es noch. Wir versuchen jetzt so wenig wie möglich zu arbeiten. Das Spiel macht es einem ja eigentlich relativ leicht, die Konkurrenz arbeiten lassen. Und selbst wenn man dann einen Fahrer hat, der vielleicht jetzt nicht der optimale Fahrer für die Situation ist, gewinnt man die Etappen meistens. Das haben wir beim Team Telekom gesehen, als wir mit Ulle die Tour de France gegen die Legenden gewonnen haben. Da in den Ausreißergruppen mit Udo Bölz und so weiter. Einfach abwarten und irgendwann passt das dann schon. So, hier fahren wir mal ganz kurz nach vorne. Jetzt gehen wir bei Küng ans Hinterrad, lassen den ein bisschen schaffen. 1,55, also 7,4 Kilometer, würde mich wundern, wenn da jetzt... Ah, okay. Wenn da das Hauptfeld noch rankommen würde. Jetzt dachte ich gerade, Mollema zieht eine Attacke durch. Deswegen bin ich mal kurz rausgegangen. So, vorne heißt es jetzt gleich wirklich noch regenerieren. Rotes Gel haben wir auch noch. Das wird uns wahrscheinlich nicht ganz so viel bringen im Finale. Ist das eine ansteigende Zielgerade? So minimal. Das sieht man auf dem kleinen Profil ja immer ein bisschen schlecht. So, Verpflegungszone gibt es hier natürlich keine mehr. So, Koppi setzt sich hinten jetzt ein bisschen ab. Vinokurov ebenfalls, aber das sind nur ein paar Sekunden. Wir kennen das Profil, das sind wir auch mit Ulle schon gefahren. Und da ist es so, dass eigentlich hier in der Abfahrt das Hauptfeld immer ein enormes Tempo reingeballert hat. Bedeutet, am Berg der dritten, vierten Kategorie, jegliche Attacke wird da gekontert. Da kann man also nur relativ wenig gut machen. So, jetzt sind es auch nur noch 2,8 Kilometer.
Jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen. So, Bauke Mollema kommt. Vorne sehen wir den letzten Kilometer. Da sind wir ein bisschen weit weg. Kommen wir dann nochmal durch. Ja, das müsste reichen. War jetzt nicht optimal gemacht. Aber wird der Etappensieg für Victor Laffey? Schön. Also der Jubel war jetzt so halbherzig. Gehen wir mal zu Geschke. Obwohl, wir wollen ja auf keinen Fall Punkte fürs grüne Trikot haben. Kriegen wir eh nicht mehr. Aber dann hat der heute, ja, wollte gerade sagen, ganz gut regeneriert. Hab natürlich auch vergessen, den Jungs hier das blaue Gel noch zu geben. Das wird jetzt schnell genommen. Gar kein Problem. Alles gefixt. So, Geschke nimmt es jetzt noch. Schaffen wir es noch? Erstmal was naschen im Schlusssprint. Wir jubeln für den Etappensieg von Laffey. Na, es klappt leider nicht ganz. Mei, da lag jetzt aber ordentlich Spannung drin, ob er das blaue Gel noch nimmt. Also man sieht schon, die Spannung ist hier leider ein bisschen raus. Ich hätte es mir auch spannender gewünscht im Kampf ums Bergtrikot mit Simon Geschke. Aber ich glaube, da wird jetzt keiner mehr 150 Punkte aufholen. Und Geschke wird ja auch immer ein paar Punkte holen. Da muss es schon echt mit dem Teufel zugehen. Also da muss Didi Senft schon vorbeikommen, damit das noch schief geht. Und Didi Senft, ganz ehrlich, wenn der in der Nähe ist, dann passieren nur gute Dinge. Victor Laffey mit dem Etappensieg für Cofidis. Ich glaube, unser zweiter Etappensieg nach Geschke in Nizza haben wir dann jetzt hier. Victor Laffey, der sich das Ding holt. In der Gesamtwertung hat sich nichts geändert. Auch in der Bergwertung, denke ich mal, sollte alles stabil geblieben sein. Dann machen wir jetzt noch das Zeitfahren in der Folge. Mal schauen, wen haben wir denn dabei eigentlich? Wahrscheinlich Laurent Fignon ist, glaube ich, ein guter Zeitfahrer. Dann hauen wir das jetzt noch in die heutige Folge rein und gehen dann wieder nach Otakam. Lourdes nach Otakam, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich muss unter der Woche vor allem mit meiner Zeit ein bisschen haushalten und am Wochenende war es jetzt auch immer. Man hat ja tatsächlich private Sachen, ich weiß, widerlich, Real Life und so. Man soll gefälligst zu Hause bleiben und nichts tun. So, Laurent Fignon mit der 79 im Zeitfahren, Issagire 74. Jo, ich denke mal, da wird jetzt keiner groß besser sein. Benjamin Thomas zwar französischer Zeitfahrmeister und spanischer Zeitfahrmeister, Issagire, aber das hat jetzt nicht so viel zu heißen, um ganz ehrlich zu sein. Beide Nationen, wobei Benjamin Thomas, Rémi Cavagna und so weiter, das ist natürlich schon eine Maschine. Aber wir gehen mal rein mit Laurent Fignon, machen wir jetzt einfach dann direkt im Anschluss, ohne Schnitt, ohne alles. Einfach Fignon. Es reimt sich nicht, aber macht ja nichts. Come on, let's give him some encouragement. So, Cancellara mit der Bestzeit momentan. So, stand up for the champions. Let's go. 15 Kilometer, da können wir auch ordentlich durchballern. Ah, das Zeitfahren kennen wir doch auch. Das kennen wir sogar sehr gut. So, müssen wir jetzt nicht hochkonzentriert reingehen, aber so konzentriert, dass wir das Spielziel zumindest erreichen. Gehen wir mal ein bisschen vom Tempo runter hier. Wenn es eh leicht bergab geht. Das ist aber nicht das Ding mit der Höllenabfahrt, oder? Weil diese Abfahrt, die wir im Teamzeitfahren damals auch hatten, die war schon echt furchtbar. Wo man immer einen Fahrer verliert. Einen muss man opfern. Doch, ich glaube, das ist das Ding. Ich erinnere mich an die Kurven hier. Eieieiei. Naja, schauen wir mal. Wird schon schief gehen mit Laurent Fignon. Go! Oh, da hat sich aber eine Mühe gemacht. Könnte die Gemeindeordnung sein. Boah, ich denke nur noch in Gesetzestexten. Bei GO Gemeindeordnung. Da ich ja auch nicht für die Stadt München arbeite, sondern für den Landkreis München dann. Ist das ja auch nochmal ein Unterschied. Da ist man dann immer sofort in der Gemeindeordnung. Also, habt ihr wieder was gelernt? Ihr wünschtet, ihr hättet es nicht gehört. Ist mir aber scheißegal. So, ab Block, da fällt mir nichts zu ein. Bin Jenny from the Block. Toni Rominger mit der Bestzeit bei der ersten Zwischenzeit. Wir können ja auch ein bisschen seriös bleiben. Man kann es aber auch lassen. Plüvit finde ich auch schön. So nach dem Motto, mach mal hin, wir wollen alle nach Hause. Auch für uns sechste Stunde hier. So, 9,52 Spielziel. Wir fahren hier mit einer stabilen
9,27 drüber, die zweitbeste Zeit bislang. Hier sollten wir dann wahrscheinlich mal aus der Zeitverhaltung rausgehen. Gehen wir gleich wieder rein. Vorne sehen wir schon den Kollegen. So, Bahamontes mit der drittbesten Zeit. Wir waren sogar schneller als Cancellara, sogar deutlich schneller. Aber vorne können wir ja gleich ein bisschen Energie zurückholen. Der rote Balken ist nämlich sonst bald weggefahren. 5,8 Kilometer sind es noch. Vorne geht es dann nämlich gleich in die wunderbare Aerodynamik. Und dann müssen wir sehr, sehr früh bremsen. Ansonsten fliegt uns der Scheiß nämlich um die Ohren. Ja, nämlich genau so. Es ist furchtbar, diese Kurve. Wer die erfunden hat, gehört erschossen. Aber das haben wir eigentlich ganz gut gemeistert. Wir waren sogar leicht zu spät dran, würde ich sagen. Ganz, ganz leicht. Geh von der Straße runter, du Eumel. Macht's kaputt. Passiv-aggressiv. Wobei, das war eigentlich eher aktiv-aggressiv. Gibt's das auch? Ich glaube nicht. So, kommen wir hier durch. Ja, ziehen wir durch. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr aus der Zeitverhaltung rausgehen, außer es kommt noch eine schlimme Kurve, aber dann wird es, glaube ich, eine ganz gute Zeit mit Laurent Fignon. Habe jetzt nicht viele Punkte gesehen, die wir deutlich besser hätten machen müssen. Können wir dann gleich sogar nochmal lossprinten, würde ich sagen. Den allerletzten Zentimetern. 19:12 das Spielziel. Ja, so viel lossprinten geht da, glaube ich, dann auch nicht mehr, aber jetzt machen wir einfach nochmal und dann zack. Glaube ich, ein gutes Zeitfahren eigentlich. Wenn man so entspannt rangeht an die Geschichte, nicht so verbissen, dann läuft der Hase schon. Dann Zen Runs the Rabbit, wie der Engländer sagt. Ja, man merkt schon, wenn ich müde bin, ist einfach völliges Chaos in meiner Birne. Aber macht ja nichts. So, Arge Désert holt sich den Sieg. Das freut mich irgendwie gar nicht. Eddie Merckx bleibt vorne, Geschke bleibt vorne, Bergwertung bleibt vorne und Armstrong bleibt vorne. Bergwertung bleibt vorne, ist schön. Der gute Herr Bergwertung, ne, ist wieder Bahnchef Medorn. Wenn man sein Kind Bahnchef nennt, dann weiß man, was das mal wird. Auch ein uralter Gag inzwischen. So, ach Mensch, ja, 7 Sekunden haben uns nur gefehlt mit Laurent Fignon. Also ein wirklich gutes Zeitfahren. Warum Toni Rominger jetzt hier so abräumt, ist eine gute Frage. Was hat der Eddie gemacht? 30 Sekunden Rückstand, Eddie Merckx. Was war mit Ulle los? Also Ulle ist ja auch Belgier. Vergesse ich immer. Evenepoel, Van Aert, Merckx, Kampenatz, Ries haben wir da. Lampard, Aldag, Ulrich auf der 48 mit einer Minute Rückstand. Also das lief richtig gut mit Laurent Fignon. Damit ist er jetzt auch stabil auf der 25 mit 38 Rückstand. Genau das wollten wir, 38. Das ist eine schöne Zahl. Also, ich sage Dankeschön fürs Schauen. Wie gesagt, momentan habe ich ziemlich einen Hirnfurz, wenn ich aufnehme. Macht aber nichts. Wir kommen auch wieder ein bisschen seriöser auf die ganzen Geschichten. Da, wo es seriös sein muss, da werden wir seriös. Ansonsten sind wir halt im Modus enges Höschen unterwegs. Und mal schauen, ob wir in diesem Modus dann auf der nächsten Etappe am Start sind. Lourdes nach Hautacam, die vorletzte schwere Bergetappe. Und ich will jetzt einfach mal den Abgesang auf die Bergwertung machen. Es gibt hier 50 Punkte zu holen. Es gibt hier 30 Punkte zu holen, sind insgesamt 80. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir 150 Punkte Vorsprung bei noch 80 zu holenden Punkten. Ich bin jetzt kein Mathematiker. Ich glaube, es wird eng. Ich glaube, es könnte eng werden für die Konkurrenz. Also Bergtrikot ist safe. Deswegen würde ich mal das Ziel ausgeben, dass wir das Bergtrikot auch mal tragen. Ja, also wir versuchen wirklich die Sprintwertung richtig hart zu verkacken. Also, let's go. Geschke vor nicht grün. Weiter geht's mit Simon Geschke und der Kampf gegen Grün. So, Remco Evenepoel, da haben wir uns mal drangehängt. Hier die Gruppe 24 Fahrer. O'Connor hat sich jetzt vorne abgesetzt. Die Gruppe Pogacar sind wir. Geschke heute mit keiner so guten Tagesform und der Tag, der wird sehr, sehr hart werden. Wir sehen schon, wir sind nicht mehr bei der 5-Kilometer-Marke hier an dem Berg. Und die Gruppe fliegt ja noch nicht auseinander, aber Geschke ist heute einfach auch nicht ganz so stark. Da haben wir auch das andere Bergtrikot, Romain Bardet. Wir müssen hier dauernd aus dem Sattel gehen. Und das Hauptfeld ist auch gerade mal 2,5 Minuten weg. Deswegen geben wir da hinten auch mal die blauen Gele.
So, Thomas kriegt das mal und Max Walscheid ebenfalls. Die sind sowieso schon weg. Werden jetzt hier ein bisschen durchgereicht, aber so lange können wir hier vorne auch nicht mehr mitfahren. Chris Froome haben wir da. Wie gesagt, wir warten sehnlichst auf die 5-Kilometer-Marke. Damit der Berg irgendwann auch mal ein Ende nimmt. Und wie gesagt, es wird nicht funktionieren. Der blaue Balken ist jetzt schon so minimal. Und es ist noch nicht ein Fahrer hier rausgefallen. Da sieht man schon, Tagesform durchaus wichtig. Heute haben wir dann, glaube ich, -1 bei den meisten Sachen. Also ist nicht dramatisch wichtig, aber es ist schon gerade so in dem Bereich bei Geschke, ob der dann die 72 oder 74 am Berg hat oder dann wie heute nur die 71. Das merkt man dann schon. So, hinten. Gruppe ums gelbe Trikot ballert weiter und Geschke, wie gesagt, wird hier gleich rausfallen als einer der ersten. Da sind wir dann in dem Bereich, wo wir die Tour de France eigentlich häufiger erwartet hätten. Um ganz ehrlich zu sein, so jetzt sind wir im Einbruch drin, das passiert uns relativ selten. Aber ja, da sieht man, heute läuft es einfach nicht. Wir haben auch keinen Helfer mit in die Gruppe geschafft. Was auch wichtig ist, dass man einen Helfer mit dabei hat. Hier sind jetzt aber einige im Einbruch. Vielleicht können wir uns wenigstens hier vorne noch an die Gruppe mit dranhängen. Sepp Kuss haben wir hier. Aber das war's dann auf jeden Fall mit den Bergpunkten für heute mit Simon Geschke. Hinten raus mit Laurent Fignon wird es wahrscheinlich auch schwierig werden. Das Zeitfahren wird wahrscheinlich die beste Platzierung sein. Also, das war's für die Etappe. Sehen wir nämlich auch mal die andere Seite der Medaille, dass es nicht so einfach ist, mit Geschke immer alles zu holen. Wir hatten auch ordentlich Glück mit den Tagesformen. Es war eigentlich fast immer im Idealbereich. So, nachdem Geschke weg ist für den heutigen Tag, sind wir mal geswitcht zu Laurent Fignon, der irgendwie schon mal gestürzt ist. Den hat es irgendwo hingebrezelt. Also nicht mehr ganz optimal drauf. Laurent Fignon spricht aber nur jetzt dagegen, dass er komplett durchsprintet. Aber ich glaube mal, dass wir sowieso nicht in die Lage kommen werden, komplett durchzusprinten. Guillaume Martin ist da leider auch weg. Also werden wir hier alleine durchgehen müssen. Stand jetzt, glaube ich, kam eben gerade ein Kommentar, ob wir das Ganze beenden sollen mit Simon Geschke. Die Tour de France könnte ich ja einfach auch mal an euch stellen. Ich habe den Kommentar jetzt eben erst gesehen, da ich jetzt immer noch dieselbe Aufnahmesession ist. Deswegen konnte ich noch nicht drauf eingehen. Könnt ihr ja auch mal schreiben, ob wir es mit Geschke hier weiter durchziehen. Ansonsten würde ich mit Ulle auch gerne nochmal in unserem Pro-Kapitän-Modus in die Weltmeisterschaften reingehen. Es wäre ja vielleicht auch ganz interessant, ob Ulle es schafft, in dieser Karriere auch nochmal das Regenbogentrikot zu tragen. Das wäre cool. Ansonsten Paris-Roubaix müssen wir mit Ulle ja noch gewinnen. Das wäre vielleicht auch mal eine geile Challenge. So mit einem 76er Bergwert. Kopfsteinpflasterwert. Ich weiß gar nicht, ob wir die 76 überhaupt haben. Dann dort bei Paris-Roubaix durchzuziehen. Das wird natürlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber interessant auf jeden Fall. Laurent Fignon wird diese Etappe, denke ich mal, nicht gewinnen. Vorne die Gruppe Pogacar. Kein Wunder, dass Geschke da relativ früh heute rausgeflogen ist aus der Gruppe. Wäre natürlich gut, auch Richtung grünes Trikot, wenn Eddy Merckx da heute noch ein bisschen was machen würde. Aber ich glaube, 3,5 Minuten verlieren die da vorne nicht mehr. Das wäre eher untypisch. Da sehen wir schon ein paar Reste der Ausreißergruppe. Die Gruppe Mass, momentan aktueller denn je hier auf der Wiesn natürlich. Da bestellt man immer einen Enric Mass. So, Andreas Glöden an der Seite von Ulle. Dann Carapaz und ich weiß nicht, wer es da vorne ist, der da Tempo macht mit der 113, 123 wahrscheinlich dann. Ist auch wurscht. Greg LeMond haben wir hier. Greg LeMond, wie auch immer ausgesprochen. Gino Bartali. Wir nehmen mal schon mal ein bisschen blaues Gel. Tempo ist jetzt nicht gerade niedrig. Eddy Merckx bei uns am Hinterrad. Da haben wir auch Ulle mit der 201. Ich vermisse Ulle schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich am Tag nicht mindestens 15 Mal Ulle sage, dann ist einfach kein guter Tag gewesen. So, also 2,59, 8 Kilometer. Wir versuchen einfach mal mit Laurent Fignon so gut es geht hier hochzukommen. Und so gut es geht bedeutet, dass wir gleich abgehängt werden. Aber dahinter ist schon eine große Lücke. Unter anderem ist da Lance Armstrong abgehängt. Das ist für Ulle natürlich optimal. Aber ich glaube, Armstrong nicht abgehängt, weil er nicht mehr kann, sondern weil er einfach verpeilt hat, in dieser Gruppe drin zu sein. So, da hat er jetzt auch sein Ineos-Team hinten dran gespannt.
damit die Gruppe hier wieder aufgefahren wird. Abstand, naja, ist jetzt nicht enorm. Jetzt müssen wir aufpassen mit Fignon. Tempo hier vorne von Andreas Klöden dann doch sehr, sehr hoch. So, und hinten wird es schwierig. Also Lance Armstrong könnte heute seinen zweiten Platz an Ulle verlieren, der jetzt da vorne auch gerade attackiert. Allerdings von der Gruppe wegblockiert wird. Bergtrikot haben wir hier, das ist gut. Der holt also keine Punkte, Romain Bardet oben. Da muss es schon echt mit dem Teufel zugehen. Aber Ulle wurde jetzt hier richtig fett weggeblockt. 2,25 der Vorsprung. Also Pogacar, Froome und Toni Rumminger, die werden das unter sich ausmachen. Wer sich wundert, Chris Froome, ich habe es schon mehrfach gesagt, auch ihn haben wir zur Legende gemacht. Chris Froome, vierfacher Tour de France-Sieger. Der gehört auf jeden Fall dazu. Und Chris Froome, doch auch Giro- und Vuelta-Sieger, oder? Doch auch einer, der alle drei Rundfahrten gewonnen hat. Genauso wie Vincenzo Nibali, stand ja auch in den Kommentaren. Ich glaube, Chris Froome doch damals mit diesem Parforce-Ritt sich den Giro d'Italia noch geholt. So, die Gruppe hier, da sind jetzt natürlich noch Reste der Ausreißergruppe. Vorne hat Ulle wieder attackiert, der scheint heute eine gute Tagesform zu haben. Eddy Merckx hat natürlich wieder sein Legendenteam am Start. Schauen, ob wir da nochmal irgendwie hinkommen. Hier in der Kurve vielleicht ein bisschen abkürzen innen. So, Remco ist auf jeden Fall auch durch. Gino Bartali, der sich da durchkämpft. Und das Legendenteam macht sich jetzt auf den Weg. Und wir sind eigentlich ganz gut mit am Start. Muss man sagen, mit Laurent Fignon. Sind hier in der schönen Gruppe mit drin. Oben wird es jetzt gleich nochmal ein bisschen steiler. Die nehmen da jetzt auch raus. Da die Lücke können wir sogar relativ sparsam zufahren. Und nehmen ein bisschen raus. Gino Bartali macht einfach den Marco Pantani von früher. Marco Pantani abgehängt, Lücke zugefahren, direkt vorbei und attackiert. Muss man einfach lieben. Ganz, ganz anderer Fahrstil, als Ulle ihn ja zum Beispiel hatte. Ulle war ja eher immer der Dieselmotor unter den Bergfahrern. So, nehmen wir mal rotes Gel. So, Ulle hängt da vorne immer noch mit drin. Wir müssen dann jetzt auf jeden Fall ein bisschen die Steuerung reinhauen. 2,8 Kilometer, wir sind jetzt in einem sehr, sehr steilen Bereich. 11,2, 3, 4, 5%. Tadej Pogacar mit 1,34 Vorsprung hat sich jetzt von Chris Froome abgesetzt. Toni Rumminger dahinter, der Sieger des Zeitfahrens. Der wird heute aber nicht seinen nächsten Etappensieg feiern. Miguel Indurain hier im Game auch völlig belanglos mit einem 82er Bergwert. Aber stärker war er am Berg halt auch tatsächlich nicht. Miguel Indurain, muss man sagen. Das war ein klasse Zeitfahrer, der auch ein bisschen davon profitiert hat, dass seine Generation, glaube ich, auch nicht ganz so stark am Start war. Möchte da jetzt niemandem zu nahe treten. Aber Miguel Indurain, fünffacher Tour de France-Sieger, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 90 bis 95. Miguel Indurain, dann Bjarne Riis, dann Ulle und dann kam Armstrong und danach verschwimmt es bei mir immer ein bisschen. Alles, was nach Ulle und Armstrong kam, ist mir wurscht. Nein, Quatsch, dann kamen natürlich auch noch einige interessante Fahrer. So ist es nicht, aber da waren natürlich auch immer mal ein paar kleine Überraschungen oder ein paar unschöne Dopingfälle mit dabei. War nicht Oscar Pereiro auch mal Tour de France-Sieger nachträglich? Ich glaube schon. So, Pogacar holt sich den Sieg vor Froome. Merckx auf der 3, Armstrong auf der 4, Ulle auf der 5 konnte dann heute leider keine Zeit mehr gut machen. Laurent Fignon kommt hier. Eigentlich ein ordentliches Ergebnis. Aber da sieht man schon, auch Laurent Fignon mit einem 82er Wert, natürlich auch mit Sturz, hat hier nicht den Hauch einer Chance gegen die Konkurrenz, auch ohne Team natürlich noch hier in den letzten Berg reingegangen. Da war nichts zu holen. Wir fahren jetzt auch nochmal durch, kommen mit Jonas Vingegaard ins Ziel. Jetzt auch kein ganz schlechter, habe ich mir sagen lassen. Also Geschke spart heute ein bisschen Energie. War jetzt, sorry, wie gesagt, die Spannung ist ein bisschen raus, deswegen auch an euch die Frage, sollen wir die letzten Etappen noch machen oder sollen wir es weglassen und andere Challenges machen, weil Geschke wird das Bergtrikot gewinnen. Er hat es leider nicht einmal getragen, das war das etwas Unschöne an der ganzen Geschichte. Da hätten wir nicht um die Sprintwertung fahren müssen, aber ich habe am Anfang halt gedacht, okay, wir versuchen natürlich die doppelte Spannung mit reinzubringen mit Geschke. Aber gut, schauen wir mal, Eddy Merckx auf der 3 wird wieder einiges an Punkten geholt haben.
Dann geht es jetzt dann in die hügeligen Etappen. Natürlich gibt es auch noch Bergpunkte auf den anderen Etappen zu holen. Das, was ich beim letzten Mal hochgerechnet habe, war natürlich ein bisschen Quatsch. Aber ich glaube trotzdem, dass es rein rechnerisch einfach nicht mehr drin ist für die Konkurrenz, Geschke überhaupt noch aus dem Bergtrikot zu fahren. The stage is his. Da sehen wir Tadej Pogacar auch getroffen. Fotorealistisch, muss man sagen. Eddy Merckx auch, Geschke auch, alle sehen einfach aus. Kann man nicht anders sagen. Also, da ist FIFA 23 halt einfach ein Dreckscheiß dagegen. Wahnsinn. Wenigstens fünf verschiedene Gesichter. Weißt du, selbst dieses komische Wintersport-Game, diese Wintersports-Trilogy, hat ja verschiedene Gesichter. Also, das verstehe ich einfach nicht. So, wir werfen mal den Blick drauf. Eddy Merckx kommt bis auf 130 Punkte an uns ran. Punktewertung bis auf 40 Punkte. Armstrong 57 Sekunden vor Ulle. Und ansonsten ist, wie gesagt, alles ganz gut im Rahmen. Jetzt geht's noch La Super Planche de Belfi. Eigentlich richtig geil. Richtig geile Etappe. Vielleicht kann man damit Geschke auf Etappensieg fahren, aber wahrscheinlich wird das im Schlussanstieg eher kompliziert werden. Dann geht's aufs Kopfsteinpflaster. Da haben wir eh wenig zu melden mit Geschke. Es gibt noch zwei Flachetappen und natürlich die Ankunft oben auf dem Mont Ventoux. Jo, also wie gesagt, die Entscheidung liegt bei euch. Ich würde jetzt nochmal schnell in den Schlussanstieg nach La Super Planche de Belfi einsteigen und dann könnt ihr entscheiden, ob wir hier abbrechen oder ob wir die letzten Etappen noch machen. Also, let's go, Schlussanstieg, 17. Etappe und unterwegs werden wir einfach mal gar nicht in die Ausreißergruppe gehen. So, weiter geht's. Wir sind gleich in La Super Planche de Belfi. Geschke heute chancenlos. Das wird leider nichts werden. Den Satz haben wir ja eben schon mal gehabt. Also Geschke jetzt am Ende der Tour de France dann doch auch ein bisschen müde. Die Regeneration ballert dann doch rein. Wir sind mit Jesus Herrada am Start, der bislang eigentlich gar nicht aufgetreten ist. 1:07 für die Spitzengruppe, die wir da vorne sehen. Das sind 12 Fahrer, die das schon schaffen können, durchzukommen, aber es wird sehr, sehr steil werden jetzt gleich. Da vorne geht es auch los. Wir fahren mal ein Stück nach vorne. Haben wir noch jemanden an der Seite von Herrada? Lafay haben wir eigentlich. Wir holen uns nochmal einen Kollegen. Einen etwas stärkeren. Wir könnten natürlich auch mit Laurent Fignon hier wieder durchgehen, aber ich glaube, Jesus Herrada hat da einfach auch die besseren Sprintmöglichkeiten. Schauen wir mal, ob das wirklich aufgeht. Da sehen wir jetzt das Team Astana, das hier richtig reinballert. 6,4 Kilometer, das Ding ist brutal steil. Fignon hat ja auch schon das blaue G genommen, ist wahrscheinlich sogar der Stärkere. Ist auch in einer guten Position eigentlich, Laurent Fignon. Herrada nimmt da vorne jetzt raus. Das ist halt die Frage, er hat immer noch ein bisschen Sturzpech. Herrada blaues G genommen. Ja, wir bleiben mal bei Laurent Fignon. Ich glaube, es ist dann doch die bessere Wahl. Dann hätte ich früher schon zu Laurent Fignon wechseln sollen. So, mal schauen. Vorne Astana heute mit einer Mission. Vinokurov mit der 31 haben wir da. Lance Armstrong mit der 121. Ulle attackiert. Da gehen jetzt auch die Besten schon relativ früh los. Boah, Alter, ist das steil hier, 16%. Aber wir erinnern uns noch. So ist es nun mal. Eddy Merckx ist da nicht mitgegangen in diese Gruppe. Interessant, aber gut, sein Vorsprung ist groß genug und er hat ja auch mit Jacques Anquetil noch einen Aufpasser mit reingeschickt. 4,9 Kilometer sind es noch. 1,25, 24 der Vorsprung auf das gelbe Trikot. So, da vorne ist die nächste Gruppe. Ansonsten ist Julien Alaphilippe da alleine weg. Auch interessant. Gehen wir bei Armstrong mit dran, der da jetzt aber gerade genau in dem Moment rausnimmt. Ulle fährt jetzt etwas schneller. 4 Kilometer. Noch bis ins Ziel. Fausto Coppi kommt mit einer kleinen Attacke. Müssen wir schauen, dass wir hier in dieser Gruppe gut vorbeikommen. Coppi nimmt da jetzt auch gerade ein bisschen raus. Vorne sehen wir Julien Alaphilippe, den Weltmeister. Das vergisst man ja irgendwie auch gerne mal. So, wir ballern hier mal. Die Gruppe dahinter. Ich würde jetzt sogar noch mal ganz kurz aus dem Sattel gehen, um da eine kleine Lücke zu reißen, vielleicht, um ein paar wegzufahren. So, mal schauen. Das hat jetzt eher so semi-gut funktioniert, weil Ulle einfach mitkommt. Wir fahren einfach für Ulle. Alles für Ulle, alles für den Club.
Kennen wir ja. So, Alaphilippe ballert vorne nochmal. Wäre schön, wenn einer mal vorbeifahren würde. Vielleicht nicht ganz so schnell. Mir kann man es irgendwie auch nicht recht machen. So, Ulle sieht nicht mehr ganz so gut aus. Armstrong haben wir hier. So, wir nehmen mal das rote Gel. Es wird jetzt kurz ein bisschen flacher. Oben wissen wir, da kommt dieses brutal steile Stück. Hinten die Gruppe Eddy Merckx mit 33 Sekunden. So, hier wird es jetzt vorne nochmal ein klein wenig flacher und dann ist da eigentlich nicht mehr viel. Wir haben allerdings jetzt auch nicht so viel roten Balken übrig, dass wir die Konkurrenz jetzt hier in Grund und Boden sprinten könnten da vorne. So, mal schauen. Coppi, Armstrong, Bartali und eben auch Laurent Fignon. Also interessant, dass Laurent Fignon hier trotz Sturz eigentlich ganz ordentlich mitkommt. So, es ist nicht mehr weit bis ins Ziel. Schauen wir mal, vorne wird es nochmal steiler. Da geht die Konkurrenz jetzt schon ein bisschen zu sehr aus dem Sattel. Und da müsste das doch sogar reichen für Laurent Fignon. Jawohl, also. Etappensieg für Laurent Fignon an La Super Planche de Belleville. Immerhin die Challenge haben wir ja auch mal geschafft mit nicht dem besten Bergfahrer, wobei 82 ja nicht ganz verkehrt ist, dann auch so eine Etappe gewinnen. Aber ich glaube, La Super Planche de Belleville gewinnt man relativ leicht. Kurzer, knackiger Anstieg. Da kann man die Energie gar nicht so schnell verballern mit so einem Fahrer. Mit Geschke wären wir halt unten rein in den Berg schon platt gewesen. Und ganz gut, dass wir umgeswitcht sind. Von Jesus Herrada zu Laurent Fignon. Da sehen wir Armstrong, Bartali, Coppi, Uli. sehen wir natürlich auch. Der gute Uli kennt man ja. Und Eddy Merckx verliert heute ein bisschen Zeit und dann war das echt ein enges Höschen. Und jetzt nochmal den Tigersprung rein und dann gibt es den nächsten Etappensieg für das Team Cofidis. Vielleicht die letzte Folge, man weiß es nicht. Ihr entscheidet. Da machen wir mal ganz kurz den hier. Wir freuen uns. Eddy Merckx in der Gesamtwertung. Punktewertung bleibt ebenfalls bei Geschke, aber es sollte immer, immer enger werden, das Ganze. Das grüne Trikot hätten wir locker gewonnen, wenn wir drauf gefahren wären jetzt in letzter Zeit. Aber vielleicht sehen wir Geschke ja echt auch nochmal im Bergtrikot. So, Fignon mit dem Etappensieg. Nice. In der Gesamtwertung macht er den Sprung auf die 17. Armstrong bleibt hinter Eddy Merckx auf der 2. Ulle auf der 3. Jacques Anquetil auf der 4. Auch eine super starke Leistung vor Gino Bartali. Also auch beschissene Tagesform heute für Jacques Anquetil. Bergwertung, Geschke, ja, mei. Das ist abgeschlossen. Hier sind es nur noch 30 Punkte. Nachwuchsfahrerwertung bleibt eng. Und das Dream Team bleibt natürlich in der Teamwertung vorne. Kopfsteinpflaster, das kann das ganze Klassement nochmal durcheinander wirbeln. Aber ich glaube kaum, dass Eddy Merckx sich da jetzt abhängen lässt. Vor allem, weil er ja auch ein guter Kopfsteinpflasterfahrer war. Also vielleicht kriegt man das ja hier auch alles nochmal in eine Folge rein. Die letzten vier Etappen, so spannend ist das aus unserer Sicht ja dann auch nicht mehr. Aber wie gesagt, ihr entscheidet. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe mal wieder rüber zu Ulle und versuche mit ihm Weltmeister zu werden. Das ist auch eine Challenge, die ich gerne noch machen möchte. Also, dann bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Schauen.